Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Pin210479 Zockt. Schön, dass du dabei bist. Wir sind im PC Building Simulator. Wir beginnen wieder mit einem neuen Arbeitstag. Und haben hier drei Diagnoserechner quasi. Beziehungsweise drei Rechner zur Diagnose. Hier können wir schon mal sehen. Der sieht ein wenig eingestaubt aus. Wir werden den ganzen mal sauber machen. Wir sind ja jetzt auf Stufe 10. Das bedeutet, wir kriegen nicht mehr so große Infos und so weiter. Wir müssen jetzt quasi mehr auf Eigeninitiative arbeiten. Wir kriegen nicht mehr so viele Infos. So. Würde ich sagen, versuchen wir den mal zu starten. Fehler, keine CPU gefunden. Okay. Dann gucken wir mal. Die müsste kaputt sein. Würde ich die nur schnell reinbauen, um einfach zu gucken, ob es da dran gelegen hat. Könnte das Problem gewesen sein, werden wir gleich nochmal weiter gucken. So, dann können wir den jetzt neu starten. Gehen hier an den nächsten Rechner dran. Ja. Das sieht doch gut aus. Wollen wir hier schon mal den Lüfter ausgebaut haben? Keine Ahnung. Wollen wir einfach mal wieder rein. Und starten den ganzen mal. Okay, da startet gar nichts. Dann würde ich sagen, den Turm mal auseinanderbauen. Bei sowas würde ich den jetzt komplett auseinanderbauen, weil das könnte ja einfach zum einen das Motherboard sein, zum anderen. Kann sie PSU, hier. PSU quasi sein. Kann aber auch eine Grafikkarte sein.
So, die müssen wir auch rausbauen. Ein wenig nervig, aber ja, die müssen halt auch raus. Gucken wir mal. Oh no. Hier haben wir nämlich die Hauptplatine kaputt, so eine H170. Ne, 45. So, erstmal hier. Das ist das billigste Board, ja, nee, da hier noch das. CPU war eine so einer. So, dann hätten wir das nämlich schon mal hier. So, wo haben wir hier? So, und dann werden wir hier nochmal gucken. Gucken wir mal, was hier nicht funktioniert. Keine CPU gefunden. Der ist ganz. Dann dürfte doch eigentlich nicht jemand. Ah, der steht doch kaputt. So, Vorteil in empfohlener Einstellung. Müssen wir gerade mal gucken. Eine Einstellung, was will der für eine CPU haben? Also brauchte die auf jeden Fall AMD 717, AMD 717. Dann hätten wir die drauf. Für die empfohlene brauchen wir 16 GB. Gucken wir mal, was hat da drauf. Der hat 16, oder? Können wir eigentlich hier ein Dings drauf gucken noch? E-Mails.
So, 16 hat er schon. Pistlet ist egal, die Grafikkarte. Auch eine AMD Radeon RX 570. So, jetzt haben wir's. Die hat er doch alles drin. Okay. Den würde ich aber trotzdem noch mal auseinanderbauen. Nicht, dass da doch noch mal ein paar andere Sachen mit der Axt passiert sind. Das kann man nicht ausbauen, weil war ja auch die lief ja ganz gut. Ja, hatten wir ja die Sachen schon drin. Ja. Dann könnten wir mal gucken, was wir noch neue Sachen kriegen. Mal gucken. Ja, was kann man machen? Ja, würde ich sagen, stellen wir gerade schnell noch die Teile. Und beenden einfach mal den Tag. Die hier hatte den hier drin. Sandkühler. Das war der hier. Thank you.
Wunderbar. Dann können wir den gerade laufen lassen. Wir bauen hier schon mal das Ganze dran. So, hier war der. Der kaputte, der hier. Achsmaster, genau. Prozessorkühlung da, Mann. Wir haben es, brauchen noch die Speicher hier. Die Grafikkarte. Jetzt weiß ich gar nicht, welche das war. Die hier. Mal bevor wir jetzt die Kabel dran machen, ob der irgendwelche speziellen Kabel wollte. Ja. Ich würde hier doch mal so ein Rot nehmen. Schnell gucken. Ein paar Sachen drauf. Ja, steht. Na egal. Mal schnell hier. Okay. Und hier mal gerade schnell die Programme runter. Und jetzt starten wir den Rechner neu. Den können wir schon mal nehmen. Den hinstellen. Und können wir hier schon mal hinstellen. So. Den Scanner. Der sieht sauber aus. Will it run? Fantasy. Ja, passt.
Und führen wir hier den 3D-Mark aus. Wo wollte der eigentlich hier? Okay. Dann will ich gerade mal schnell hingehen und mal hier die Sachen rausschmeißen, die kaputt sind. Gut, dann könnten wir den ja eigentlich schon mal wieder zusammenbauen. Der ist fertig. Dann würde ich sagen, sind wir aber auch fertig mit unserer Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Pelle.